So, da sind wir schon wieder zurück mit dem nächsten Shop-Video und das wird auch die Erklärung sein, warum Marvel quasi Fortnite übernimmt, wenn wir gleich in den Shop reingehen. Das ist geisteskrank heute. Also heute ist wirklich uiuiuiui. Aber kurz in eigener Sache, ihr seht hier ganz oben, der Buschi ist auf Platz 1 mit 4 Siegen, Luca hat 3 Siege, Fabi hat auch 3 Siege. Warum steht das da überhaupt? Ganz einfach, das ist aus den Custom Games, denn jeden Monat wird jetzt quasi der Beste von uns ermittelt. Wenn du meinst, du wärst besser als die 3, komm einfach vorbei in den Livestreams. Und dann würde ich sagen, kannst du dich auch da beweisen. Der Link zu Twitch ist unten in der Videobeschreibung, aber ich streame gleichzeitig auf YouTube und Twitch. Also kannst du auch einfach bei YouTube bleiben und kannst genauso mitmachen. So, jetzt gehen wir aber rein in den Shop und Achtung. Okay, sieht noch normal aus. Also das Ant-Man-Paket ist da, es wurde mal was geleakt, was auch stimmt. Nicht wie bei Travis Scott, der gefühlt schon seit 8 Monaten kommen soll. Kappa. So, wie sieht der Skin aus? Ja. Ganz ehrlich, auch die Älteren unter euch. Das Rückenaccessoire ist eklig. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wer von euch hat Ant-Man geguckt? Also ich rede jetzt von den älteren Leuten, nicht die neuen, jüngeren Zuschauer, die wahrscheinlich den Marvel-Film gesehen haben, aber den alten. Ich habe Ant-Man immer gehasst. Ant-Man war gefühlt, keine Ahnung, auch kein Mensch. So, das ist das Paket, die gibt es für 1800 V-Bucks. Und ich sage jetzt schon, wenn ihr euch irgendwas im Shop kauft, unterstützt irgendeinen Creator. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne yt-familyhack eintragen, aber unterstützt auf jeden Fall irgendjemanden, denn auch so könnt ihr andere unterstützen, die haben ein bisschen was davon, für euch ändert sich rein gar nichts, was den Preis betrifft, also in dem Sinne irgendeinen Creator eintragen und Gruß an der Stelle schon mal. So, wenn ihr nur Ant-Man haben wollt, 1500 V-Bucks mit dem passenden Rückenaccessoire, was in meinen Augen, glaube ich, das lebendigste Rückenaccessoire ist, was wir haben in Fortnite. Und auch das ekligste. Darauf komme ich gerade gar nicht klar. Ich muss das nachher mal meiner Frau zeigen. Mal gucken, was die dazu sagt. Dann gibt es hier die schöne Olive mit dem Zahnstocher als Pickaxe. Das ist okay. So, und wie gesagt, das ganze Paket für 1800 V-Bucks. Ich bin mal gespannt, wie viele heute mit Marvel-Skins rumlaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal weiter. Last Forever. Ihr wisst, Copyright. Aus dem Grund kann ich nur den Tanz zeigen. Dann haben wir noch drin Rolli. Oder soll es Rolli heißen? Heißt es Rolli? Lol. Jetzt bin ich mir gerade echt überfordert. So, des Weiteren haben wir Stillschweigen drin. Grüße gehen raus an Zampal. Ich finde den Skin immer noch nice. Oder habe ich mir den selber gekauft? Den könnte ich mir auch selber gekauft haben, ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir stille Klingen drin. Dann abgenutztes Schwarz. Grüße gehen raus, weil Tarnungen kaufe ich mir keine. Und Kristall, Grüße gehen auch da raus. Ihr seht schon, heute ich habe einiges im Besitz. Dann Onto, Grüße gehen raus. Dann haben wir Pterodactylus. Gott, ey, zum Glück leben wir nicht mehr in der Dinosaurierzeit. Ich könnte mich einen Dinosaurier benennen. Außer T-Rex. So, dann haben wir kräftiger Biss mit drin. Ja, Last Forever kennen wir schon. So, was haben wir noch? Penny kam wieder rein. Die alten Rette die Welt Hasen kennen natürlich. Aber ganz ehrlich, im Spiel brauche ich den Skin nicht. Dann haben wir Besticore drin. Hat auch 2 Stile. Oh Gott, 4 Stile. Eieiei. Ja, ist halt wieder so. Das ist wieder so ein typischer Geschmacksskin, sage ich jetzt einfach mal. Dann das Rückenaccessoire natürlich auch mit 4 verschiedenen Stilen. So, aber die Penny hatte die auch einen Stil? Tatsächlich. Penny hat einmal nämlich den normalen Stil und diesen Stil, einmal als Katze.
so auf Krampf noch einen Stil beigehauen. Und dann haben wir die Wilde Schneide, auch im Besitz, habe ich mir auch nicht gekauft. Grüße gehen raus. Ah, ich höre mal was. Ding, ding, ding. Bam, bam, bam. Und so ein schönes Emote. Dann ist der Depp wieder da. Bei Depp denke ich immer an Depp. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ein bisschen wortverwandt. Und dann Kellenkunst. Oh man, 200 V-Bucks Emote, was ich noch nicht habe. Oho, ein Wunder. Dann Penny hatten wir schon. So, jetzt geht's los. Das Venom-Paket ist wieder da. Mit Venom selber, Venom-Rückenaccessoire, Venom-Spitzhacke und das Emote. 2000 V-Bucks. Paket Nummer 1. Paket Nummer 2, Black Widow. Auch 2200 V-Bucks. Also wer heute den Shop leer kaufen will und hat sich so gut wie noch nichts gekauft, viel Spaß. Wie gesagt, der Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe. Die Pickaxe ist echt nice. Dann wieder. Ich weiß nicht, ich mag diese ganzen Raumschiffe nicht. Aber wie gesagt, 2200 V-Bucks. Das gibt es aber natürlich schon mal einzeln. Den Skin für 1,5 mit passendem Rückenaccessoire. Die Pickaxe für 800. So laut. Rückenaccessoire sah schon Kleid ab, auch für 800. Und Venom für 2000. So, dann geht's weiter. Ja, hier habe ich auch einiges im Besitz. Geschenkt bekommen, geschenkt bekommen, geschenkt bekommen, geschenkt bekommen. Also, ich sage, euer Support ist geisteskrank. Dann gehen wir ganz kurz rein. Was sehen wir hier? Raven Pool, mein Skin. Nur halt in Feuervariante mit passendem Rückenaccessoire. Huschelbeauftragte, auch mit passendem Rückenaccessoire für 3000 V-Bucks. Ist schon, ja, aber 2000 V-Bucks Skin, 2000 V-Bucks Skin. Man spart eigentlich 1000. Eigentlich. So, aber das Ganze, ach ne, ist ja nur 1500. Normalerweise ist es ein 2000er Skin. Aber wie gesagt, Raven mit passendem Rücken, das war 1500. Dann Kuschelpool, auch 1500 mit passendem Rücken, das war. Jetzt kommen die Emotes. Da haben wir einmal das Einhorn, den Fleischhämmer, wir kennen es. Und wir haben Hunger. Ach, das dauert wieder. Eieieiei. Stunden später. Und. Aber ich weiß jetzt schon, dass einige sich aufregen werden, warum die Pakete wieder da sind. Ja, das ist ein ziemlich langes Emote. Immer noch nicht fertig. Immer noch nicht. Kann das denn jetzt gar nicht aufhört? Hallo? Ist es ein endloses Emote? Lol, so lange habe ich mir das Emote noch nie angeguckt. Ist ein endloses Emote. So. Ihr könnt euch natürlich auch den Kleider holen für 1,5 einzeln. Dann die Pickaxe für 800. Flott unterwegs, 500. Und Chimichanga für 300. So, das war das. Aber wieso noch nicht fertig? So, da sind wir beim nächsten X-Force Out-Paket. Das ganze Paket zusammen kostet 4500 V-Bucks. Ich gehe dann gerade noch schnell auf alle Skins ein. Da ist einmal die Psylocke dabei. Ja, ich habe ihn in Besitz. Das habe ich mir damals selber gekauft. Dann haben wir Domino. Dann haben wir Cable. Den habe ich, glaube ich, nur einmal gespielt oder so. Der Skin ist einfach so riesig. Dann die ganzen Pickaxe. Pickaxe, nee, das ist der Gleiter. Pickaxe. Ah, die hier ist ja ziemlich beliebt bei vielen eigentlich. Also die Art der Pickaxe. Ist aber eigentlich schon nice. Aber 2000 V-Bucks für die vier Dinger, nee, das ist zu viel. 1200 kostet die Pickaxe alleine. 1200 kosten die Flügel. Aber die sind schon geil. Ha! Dann die Risikoklingen.
und unaufhaltbare Kraft. So, für 4.500 könnt ihr natürlich das ganze Paket haben. So, habe ich hier irgendwas? Nee, nichts übersehen. Dann geht's aber weiter. Ich sag, Herr Marvel übernimmt den Shop. Den Skin habe ich nicht mitbekommen, ne? Aber so wie der Skin gemacht ist, wie das Gesicht ist, gefällt mir wirklich absolut gar nicht. Es sieht halt, grundsätzlich sieht es aus nach Ghost Rider, aber so sieht Ghost Rider nicht aus. So, einmal mit passendem Rückenaccessoire, einmal mit der Pickaxe, dann der Gleiter und noch die Tarnung für 2600 V-Bucks. Nein, ich bleibe stark. Den Skin gibt es für 1,5. Trotzdem, ab von hinten sieht das schon nice aus, selbst mit dem Rückenaccessoire. Ah, nicht schwach werden. Dann die Pickaxe. Oh, die hört schon geil an. Ah. Mit der Gleiter, das ist wieder übertrieben. Ist mir wieder zu groß, 1200 V-Bucks. Dann Schädelfeuer. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem nächsten Paket. Nämlich der Silver Surfer ist auch noch mit am Start. Mit passendem Rückenaccessoire, mit seinem Board, mit seiner Pickaxe. Auch für 2200 V-Bucks. Der Skin alleine 1500. Ich sage, es wird das längste Shop-Video, was ich hier aufgenommen habe. Dann, wie gesagt, der Gleiter. Dann die Pickaxe. Ich glaube, das ist die simpelste Pickaxe, die wir haben. So, dann sind wir hier durch, aber wir sind immer noch nicht fertig. Dann kommt. Wer ist, ah, da hat der Devil. Der Skin sieht eigentlich wieder nice aus. Ah, das habe ich schon noch nie gesehen. Ich sage, das war die Zeit, wo ich halt einfach nicht aktiv war in Fortnite. Okay, der sieht echt nice aus. Oh. Noch der passende Gleiter. Ah, aber ich sage, ich mag keine Raumstücke. Für 2200 V-Bucks. Und jetzt mal ohne Quatsch, jetzt interessiert mich wirklich. Wer ist jetzt noch da? Schreibt mal bitte derjenige, der jetzt noch das Video guckt, bitte Daredevil in den Shop. Ach, in den Shop, in die Kommentare. Einfach Daredevil. So, den gibt es für 1,5. Für 800. 800. Und da ist schon der nächste wieder. Captain America auch da. Junge, Junge, wer soll denn so viel Geld verdienen, dass man sich hier wirklich alles gönnen kann? Achso, das ist Rückenaccessoire. Achso, das Rücken, ach stimmt, das ist ja Rückenaccessoire und Pickaxe in einem. Und dann haben wir noch effektvoller Salut. Wurde mir auch geschenkt. Grüße gehen raus. So, wie gesagt, schreibt bitte Daredevil in die Kommentare, wer jetzt noch da ist. So, dann kommt der nächste Skin, nämlich Blade. Aber da sage ich auch ganz ehrlich, Blade sieht nicht so aus. Egal, wer da die Mimik und alles gemacht hat. Nein, so sieht er nicht aus. Aber das ganze Paket mit Rückenaccessoire, Pickaxe, Leiter. Zack. Und das Emote. Aber da sage ich ganz ehrlich, es ist natürlich immer für die ganzen Fans. Marvel hat so viele Fans. Der eine mag mit denen. Im Prinzip machen sie es schon richtig. So, nochmal Blade für 2000. Dann Cutter des Daywalkers für 300 V-Bucks. Der Gleiter für 1,2. Oh, die Hulk. Lol. Die sind für alle. Achso, Hulk und Iron Man. Eieiei. Es wird zu wild. Dann Schnips. Ja, man merkt, das wäre so ein typisches Emote, was mir geschenkt worden wäre. Wäre ich da aktiv gewesen in der Zeit. Grüße ihn, wie gesagt, immer wieder an euch raus, Leute. So, dann haben wir noch Kratos im Shop. Auch 2200 V-Bucks. Bis jetzt habe ich gefühlt, glaube ich, nicht mehr Leute gesehen als sonst auch. Nur das Emote, das benutzen einige. So, der Skin 1,5. Die Pickaxe mit dem Emote 1000. Ah, die ist schon nice, also das muss man schon sagen. Mit dem Emote. Haben wir Wächterschild als Gleiter und wie gesagt das ganze Paket für 2,2. Dann haben wir Laserbeam drin. Ja,
Ja, zu dem Skin brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, außer dass er hässlich ist. Dann noch das Netty-Mode. Grüße gehen raus. So, den Skin gibt es für 1,5. Pickaxe für 800. Emote für 300. Naja. So, der Master Chief ist auch noch da. Mit dem Skin. Rückenaccessoire, Pickaxe, Gleiter. Dann natürlich noch das Fortbewegungsmittel. Für 2600 V-Bucks. Also schon teuer, aber man kriegt halt auch ein bisschen was. Den Skin kriegt man für 1,5. Pickaxe für 800. Gleiter für 1200. Und das Emote für 500. Ist schon nice. So, dann sind wir immer noch nicht fertig. Denn das Superheldenpaket ist auch wieder da. Beziehungsweise Hoheiten- und Kriegerpaket. Ist für aber 25 Euro. Aber man bekommt zu viel. Guckt euch das mal an. Für 25 Euro. Einmal Black Panther mit passendem Rückenaccessoire, die Pickaxe, der Gleiter. Dann bekommen wir Captain Marvel mit Rückenaccessoire, mit Pickaxe. So, lass dir Dings erst hängen, Kleider. Da, oha, Taskmaster. Haben sie natürlich raffiniert gemacht. Das gibt es dann nur in dem großen Paket. Aber 25 Euro, klar, hört sich jetzt viel an. Aber ich habe damals schon gesagt, ihr bekommt 3 Skins dafür. Die ganzen Rückenaccessoires, die ganzen Pickaxe. Also eigentlich ist das mit das beste Paket, was es gibt. Ist leider einfach so. Weil, was kosten? Achso, dann haben wir noch Joker-Paket drin. Für 30 Euro auch 3 Skins. Also so, die Pakete sehen teuer aus am Anfang. Aber das war's eigentlich schon mit dem Shop jetzt. Wenn wir überlegen, wir kriegen 5000 V-Bucks für 32 Euro. Sagen wir mal hier. Sagen wir einfach mal, wir bekommen 3000 Schlag mich tot V-Bucks für 25 Euro. Wie viele Skins kannst du damit kaufen? Richtig. Wenn es hochkommt, 2. Ohne irgendwelche Pickaxes oder sonst irgendwas. So, aber es gibt auch noch V-Bucks. Oh Gott, heute ist... Ei, ei, ei. So, wir gehen rein in Rette die Welt. Und wir haben heute nur eine V-Bucks-Mission, die ist bei Level 40. Aber gucken, ob ich es auch direkt finde. Und dann ist das wirklich mit Abstand das längste Shop-Video, was ich je gemacht habe. GG an der Stelle. Und denkt dran, wer so lange da war, da Devil in die Kommentare. Level 40. Ja, ist es jetzt hier am Anfang oder nicht? Ich muss gerade mal gucken, wo es genau ist. Es ist in Plankerton. Bin ich in Plankerton? Ja, er ist brutal. Twin Peaks. Brutal. Plankerton. Da ist es noch mit drin. Was für eine ist es? Zack, 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 zack. Es ist eine Busaufgabe. Bus, da hinten wahrscheinlich. Ja, also V-Bucks Mission ist hier hinten ganz rechts in der Ecke. Lama Shop, ja, heute nichts wirklich drin. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das dann jetzt endlich mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Gerne ein Like da lassen, wer noch da ist. Aber ich glaube, hier am Ende wird keiner mehr da sein. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Nachher geht's los mit den Livestreams und haut rein.